Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Call of Duty Black Ops 6. Ich hatte ja schon in der Beta das ein oder andere Video dazu gemacht, fand es richtig gut und habe ja daraufhin das Game auch geholt und auch ein bisschen mit euch zusammen gestreamt. Und ich wurde in den letzten Tagen oft gefragt, ey Lou, wie findest du das? Wie ist deine Meinung zum Game? Würdest du es empfehlen oder nicht? Und deswegen werden wir heute das Video nutzen, um einmal darüber zu reden, wie ich das Game finde. Ich bin kein E-Sporter, deswegen habt ihr auch in der letzten Zeit nichts von mir gesehen, wo ich irgendwie eine 50-0-Runde mache oder so. Aber ich glaube, ich kann als Casual und als Gamer und als Content Creator vielleicht ein bisschen was dazu erzählen, wie ich das Game finde und ob ich es weiterempfehlen würde. Da werden wir über einige Sachen reden, natürlich über SBMM, über den Multiplayer, über sowas wie Neffen-Accounts. Deswegen würde ich sagen, starten wir direkt rein. Im Hintergrund zeige ich euch einfach mal ein bisschen den Zombie-Modus. Das ist auch einer der Modis, die, glaube ich, die meisten Leute am spannendsten und am besten finden. Ich habe echt viele gehört, die gesagt haben, dass sie das Game holen nur für den Zombie-Modus. Das ist schon sehr krass. Ich finde den Zombie-Modus ganz okay, aber ich bin jetzt nicht der übelste Fan davon. Ich finde es ganz cool, dass man da gut leveln kann. Ich finde es cool, dass man das mit mehreren spielen kann. Ich finde es cool, dass man das im Couch-Koop spielen kann. Würde aber jetzt nicht sagen, dass ich der extremste Zombie-Modus-Fan bin. Ich weiß, dass da einige versuchen, Highscores aufzustellen und so weiter. Für mich ist aktuell eher Mittel zum Zweck, um Waffen zu leveln, um selber zu leveln und da ein bisschen voranzukommen. Nichtsdestotrotz ist auf jeden Fall ein sehr guter Zombie-Modus. Wie gesagt, ich bin nicht der übelste Call of Duty-Experte und kenne jetzt jeden Zombie-Modus aus allen Spielen. Aber zumindest mal den Zombie-Modus finde ich ganz gut und lässt sich auch ganz gut spielen, finde ich. Zur Kampagne kann ich noch gar nichts sagen. Kampagne habe ich selber noch gar nicht gespielt, habe aber gehört, dass die wohl ganz gut sein soll. Ich glaube aber, dass die wenigsten Call of Duty spielen wegen einer Kampagne. Also immer wenn ich Kampagne gespielt habe in einem Call of Duty, dann war die A relativ kurz und B relativ belanglos. Deswegen kann ich dazu gar nicht sagen, habe ich erstens noch nicht gespielt und interessiert mich ehrlich gesagt auch nicht in Call of Duty. Eine Sache, die mich wirklich extrem stört und das ist so ein bisschen der Neuzeit geschuldet, sind die Online-Pflichten. Also, dass man wirklich jederzeit eine Online-Connection haben muss. Selbst auf der Verpackung vom Spiel steht kein Offline-Modus und das finde ich wirklich schade. Wenn man also einen Internetausfall hat oder Activision die Server dicht macht, dann kann man das Spiel effektiv nicht mehr spielen. Und das ist ein bisschen der Neuzeit geschuldet, wie ich es gerade gesagt habe. Aber nichtsdestotrotz finde ich das echt schade und vermisse da echt die alten Offline-Zeiten. Aber ich glaube, das kann man weder als positiv noch negativ sehen. Das ist einfach so die heutige Zeit. Wird wahrscheinlich seine Gründe haben. Ich hatte bislang nicht einmal irgendwelche Internetprobleme, Lags oder sonstiges. Deswegen da auf jeden Fall schon mal Hut ab. Ich hatte nie irgendwelche Warteschlangen, außer natürlich um ein Spiel zu suchen. Was ging immer recht zügig. Aber nie irgendwie, dass ich nicht ins Spiel gekommen bin, dass es online nicht funktioniert hat oder sonst was. Also da muss man echt sagen, da habe ich zumindest mal jetzt in der ersten Woche keine Probleme gehabt. Ja, so viel zu dem Allgemeinen. Jetzt kommen wir mal zu dem Herzstück, zu dem Modus, den wahrscheinlich die meisten interessiert und mich auch, und zwar dem Multiplayer. Und ich muss sagen, das ist auch der Grund, wieso ich mir das Game geholt habe. Das hat mir in der Beta sehr viel Spaß gemacht. Nicht immer, es gibt immer wieder Runden, die natürlich total verschwitzt sind, beziehungsweise wo du Gegner hast, die viel, viel besser sind als einer selber. Und auch jetzt im Full Release ist das genauso, dass man mal Runden hat, da hat man das Gefühl, man kommt nicht klar, und mal Runden, wenn ich mir eine Wiederholung angucke und dann schaue, wie ich geschossen habe, wo ich mir denke, ich spiele da irgendwie gegen E-Sportler. Aber allgemein muss ich eigentlich sagen, dass es schon sehr fair ist. Es gibt kein Pay-to-Win, kein extremes Campen. Natürlich hat man immer wieder Camper, aber nicht so, wie es noch in alten Call of Duty-Teilen war, wo es ja extrem unfair wurde oder so. Die Lobbys haben sich relativ spannend immer angefühlt, was die Punkte anging. Also es war selten so, dass man wirklich haushoch gewonnen hat oder haushoch verloren hat. Und ich weiß nicht, ob das gut ist oder schlecht ist. Auf jeden Fall war es so. Und meiner Meinung nach war es eigentlich ganz okay. Damit einhergehend müssen wir natürlich über zwei Dinge reden. Erstmal SBMM, das heißt Skill-Based Matchmaking. Für die Leute, die vielleicht gar nicht wissen, was das ist. Seit einigen Jahren gibt es in Call of Duty und auch in anderen Spielen das sogenannte Skill-Based Matchmaking. Da werden verschiedene Anhaltspunkte sich angeschaut. Sowas wie, welche Waffen spielst du, wie spielst du, vor allen Dingen, wie ist deine KD. Und dementsprechend wirst du mit anderen Leuten zusammengewürfelt, die ungefähr auch in dieser Range ist. Das funktioniert mal besser, mal schlechter.
Und wenn ihr im Multiplayer spielt, dann funktioniert es gar nicht mehr. Da sage ich gleich noch was zu. Das muss man halt mögen oder man mag es halt nicht. Ich glaube, dass ich absolut die Zielgruppe bin für SBNM, weil ich es eigentlich gut finde, dass ich vielleicht 2-3 Runden mal verliere und dann auch mal 2-3 Runden gewinne und ich nicht viel besser werden muss. Ich glaube auch, dass ich nicht mehr viel besser werden kann in dem Spiel, höchstens schlechter. Und da ist für mich, ich glaube wirklich, dass ich genau die Zielgruppe bin, so wie viele andere, vielleicht ältere Casuals, wo SBMM greift und dann auch ganz wichtig ist. Ich weiß, ich mache mir damit wahrscheinlich viele Feinde, weil SBMM mag man oder mag man es nicht. Manche wissen vielleicht gar nicht, dass es existiert. Und ich finde es tatsächlich gar nicht so schlimm, weil ich keine Lobby brauche, wo ich alle zerstöre. Da habe ich auch schon im Stream was zu gesagt. Da kann ich mir auch eine Bot-Lobby aufmachen, die Bots auf leicht stellen. Und ich glaube, das ist eher so ein Ding der Neuzeit, dass es so wichtig ist, Lobbys zu haben, wo nur No-Hands drin sind. Und man ja die heftigsten Streaks auspackt und die besten Plays, das brauche ich ehrlich gesagt nicht. Ich bin ganz zufrieden, wenn ich meine Runde gewinne oder wenn ich halt nicht im Spawn-Trap bin. Und bin eigentlich ganz zufrieden mit dem SBMM, so wie es ist. Damit einhergehend müssen wir über zwei weitere Dinge reden. Erstmal über Neffen-Account, ein Ding, was ich jetzt erst erfahren habe, dass das gibt. Das ist wirklich sehr, sehr crazy. Und den Multiplayer. Natürlich habe ich im Stream den ein oder anderen Kollegen aus dem Chat mit dazugenommen und wir haben zusammengespielt. Und da ist das Problem, da greift das SBMM nicht mehr ganz so gut, weil ich eher ein schlechterer Spieler bin, mittelmäßig bis schlecht. Und wenn dann jemand dazukommt, der sehr, sehr, sehr viel besser ist, wo jeder Schuss sitzt, der ein richtig gutes Movement hat und vielleicht sogar mit dem Scuff-Controller spielt, wie auch immer, auf jeden Fall sehr viel besser ist als einer selber, dann kommt man auch eher in Lobbys, wo die Gegner sehr viel besser sind. Das bedeutet, für einen selber, der vielleicht etwas schlechter spielt, hat man da echt keine Schnitte mehr. Ich habe mich da echt schwer getan und war dann immer sehr, sehr froh, wenn ich überhaupt in der KD positiv war. Und das ist leider ein Problem vom Multiplayer. Wenn man sich das also vorstellt, man spielt mit seinem kleinen Bruder oder mit jemandem, der nicht so gut spielt, oder vielleicht erstmal Call of Duty oder sogar im Couch-Koop, dann kann es sein, dass die Lobbys für den einen unspielbar sind und für den anderen sehr einfach. Das ist sehr schade und ich glaube, da ist es besser, so wie es früher war, wo es das gar nicht gab, wo man ein bisschen Lobbyhopping gemacht hat und sich dann eine Lobby gesucht hat, wo es ganz gut für beide Parteien passt. Und jetzt kommen wir zu dem Ding, was für mich eigentlich das krass ist. Das hätte ich nicht gedacht, dass es sowas gibt. Es gibt sogenannte Neffen-Accounts. Das bedeutet, man hat einen Smurf, sage ich mal, einen zweiten Account. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das funktioniert. Wahrscheinlich wird man einfach das Spiel nochmal kaufen, auf einer anderen Konsole laufen lassen, whatever. Und diesen Charakter, diesen Account, schickt man in Lobbys rein mit einem selber. Das bedeutet also, stell dir vor, ihr spielt euren normalen Main-Account, da seid ihr super gut. Und ihr habt noch einen Account. Und mit dem geht ihr in eine Multiplayer-Party. Und da greift genau das, was ich euch gerade gesagt habe, das SBMM. Und der Neffen-Account steht einfach nur rum, wird die ganze Zeit gekillt, hat eine KD von 0,20, 0,30. Und der andere Account, der gespielt wird, der kommt dann in die Lobbys mit den Leuten, die ja sehr viel schlechter sind, weil dieser 0,30er-Account den Schnitt runterzieht. Und das, muss ich sagen, ist ein Ding. Also wer das macht, ich weiß nicht, der muss ganz dolle Probleme haben. Und mir ist es schon echt oft aufgefallen, dass ich Spieler gesehen habe, die einfach rumstanden. Und ich habe erst gedacht, dass das ja einfach AFK-Leute sind, die sind gerade auf Toilette oder haben Disconnect oder sonstiges. Aber dann wurde mir aus dem Chat erzählt, nein, nein, das sind Neffen-Accounts, also Accounts, die nicht gespielt werden, wo jemand eine Party mitmacht. Und vor allen Dingen ist mir das aufgefallen, wenn ich in Multiplayer bin. Weil wenn ich mit mehreren Leuten im Multiplayer bin, dann kriegt man natürlich auch eher Gegner, die auch in einem Multiplayer sind. Und da sind dann halt die Leute, die ihren Neffen-Account mit dabei haben. Da hat man dann teilweise, dass einer oder vielleicht sogar zwei Leute rumstehen und die anderen beiden rasieren die komplette Lobby, machen 50 zu irgendwas KD, 50 Kills und haben eine heftige KD und zerstören die ganze Lobby. Und das ist ein Ding, also wer das macht, da fehlen mir tatsächlich so ein bisschen die Worte, wie ich das ohne ausfällig zu werden beschreiben soll. Ich glaube, die haben ganz dolle Minderwertigkeitskomplexe, ich kann es mir nicht anders erklären, um dieses SBMM zu umgehen und Lobbys zu bekommen, wo schlechte Spieler drin sind. Also da muss ich sagen, dann spiel doch einfach eine Bot-Lobby, mach die Bots auf leicht. Wenn du da eine extrem krasse KD haben willst und einfach nur alles wegmähen willst, das kann ich
sehr wenig nachvollziehen, um ehrlich zu sein. Da würde mich extrem mal interessieren, ob ihr das auch schon gesehen habt. Habt ihr in Multiplayer-Party schon gesehen, dass Charakter einfach rumgestanden sind und zeitgleich ein anderer Charakter bei den Gegnern ja extrem viele Kills hatte oder extrem gut war? Bin ich sehr gespannt, ob euch das auch schon aufgefallen ist. Mir war das, wie gesagt, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich das jetzt gestreamt habe und ich darauf aufmerksam gemacht wurde, gar nicht bewusst. Und finde, das ist so, so krass. Und das finde ich sehr, sehr schade für den Multiplayer. Das ist nicht so oft. Also ich würde sagen, 1 von 10 Malen ist mir das vielleicht aufgefallen. Aber es gibt es auf jeden Fall und das ist schon extrem krass. Dann noch ein paar Dinge im Schnelldurchlauf, die ich super gut finde. Das Level macht unfassbar viel Spaß. Das Trefferfeedback ist gut. Die Waffen fühlen sich gut an. Das Movement ist gut. Das Trefferfeedback ist gut. Ich habe schon auch das Gefühl, dass man das trifft, was man treffen will, beziehungsweise das trifft, worauf man zielt. Die Modifikationen sind cool, die Streaks sind cool. Was ich vermisse im Multiplayer sind so ein bisschen der Infiziert-Modus. Das war damals so das Ding, was ich am liebsten gespielt habe. Das finde ich ein bisschen schade. Aber ansonsten finde ich die Modis, die da sind, eigentlich alle ganz cool. Und die Multiplayer-Maps finde ich allgemein auch ganz okay. Die Mosh-Pit-Maps, diese 4 kleinen Maps, die finde ich bis auf das Häuschen, beziehungsweise das Haus, wo man ganz viele verschiedene Räume hat. Die finde ich nicht so gut, aber die anderen 3 finde ich sehr gut. Pit, Gala vor allen Dingen, das ist meine Lieblingsmap. Die finde ich sehr, sehr cool. Und bei den großen Maps gibt es leider nur 2, 3, die ich gut finde. Den Rest finde ich leider gar nicht so gut. Ich bin aber auch sowieso ein Spieler, der eher Moshpit spielt als die normalen großen Maps. Was, glaube ich, auch wieder viele freut, sind die Skins. Man kann also wieder viele, viele Skins freispielen. Habe ich selber auch schon gemacht im Zombie-Modus. Da muss man gar nicht so drauf grinden. Das passiert einfach automatisch. Es gibt wieder Prestige. Also ich glaube, was das Leveln, die Skins und so weiter angeht, ist das sehr, sehr gut und sehr gelungen. Also da auf jeden Fall nur Positives zu berichten. Und wie gesagt, bei den Maps, ich glaube, das mag man oder mag man nicht. Das kommt ein bisschen auf eure persönliche Meinung an. Ich finde die Maps overall eigentlich ganz gut. Vor allem die Mosh-Pit-Maps finde ich sehr gut. Ja, wie fällt mein Fazit aus? Ich kann auf jeden Fall das Game empfehlen. Also wirklich indiskutabel. Ist ein super gutes Call of Duty, wie ich finde. Es gibt kein Rumgefliege an der Wand, Rumgelaufe. Ich bin super zufrieden. Es ist relativ oldschoolig. Das merkt man ja auch immer an den Jahreszahlen der Maps, was sich so an die 90er orientiert. Also ich finde das Game echt gut gelungen. Es hat mir auch super, super viel Spaß gemacht. Sowohl der Zombie-Modus, aber auch vor allen Dingen der Multiplayer-Modus. SBMM, Neffen-Accounts und Couch-Coop-Multiplayer bzw. Multiplayer-Partys ist natürlich so eine Sache. Da muss man sich ein bisschen reinfuchsen und schauen, wie es am besten funktioniert für einen. Aber nichtsdestotrotz würde ich das Spiel auf jeden Fall weiterempfehlen. Lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzuschauen. Egal, ob jetzt für Multiplayer oder Zombies oder vielleicht auch für die Kampagne. Kann da relativ wenig Negatives über das Spiel sagen. Das, was negativ ist, ja, bezieht sich eher auf die Leute, die das ja ein bisschen ausnutzen mit diesen Neffen-Accounts und mit dem SBMM. Aber ansonsten echt alles sehr positiv, macht mir alles sehr viel Spaß. Kann ich sehr empfehlen. Schreibt mir gerne eure Meinung unten in die Kommentare bezüglich der Neffen-Accounts und vor allen Dingen, wie ihr das Spiel findet. Würde mich auch sehr interessieren. Ich würde mich natürlich sehr über ein Follow auf den Kanal freuen, sehr über ein Like auf dem Video und sage bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.